Dort haben wir Rederecht vereinbart für Herrn Bruno Kammeradek. Zunächst wollten wir aber den Antrag erstmal einbringen durch die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dann das Rederecht, dann würden wir zum interfraktionellen Ersetzungsantrag kommen und dann in die Rednerliste einsteigen. Thorsten Schulze, bitte. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Konzentration für dieses wichtige Thema. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Freetext-Szene und auch liebe Veranstaltende hier bei uns in Dresden. Dresden ist eine Kulturstadt und auch jedes Jahr besuchen uns tausende Gäste und wir verzeichnen auch mittlerweile wieder steigende Übernachtungszahlen und insbesondere werben wir um diese Gäste mit Kulturveranstaltungen. Wie steht es dann um Menschen, dann, die in unserer Stadt nicht kommerzielle Kulturveranstaltungen organisieren wollen oder auch mit dem kleinen Geldbeutel Kultur erleben und auch hier gestalten wollen? Wir haben es ja gerade auch dann bei dem Punkt um die Stadtfeste nochmal sehr stark diskutiert, wie schwierig es mittlerweile ist, dann hier auch in Dresden solche kleinen oder Kleinstveranstaltungen letzten Endes dann auch zu organisieren. Die Anmietung von Räumen ist aufwendig und zumeist auch mit hohen Kosten verbunden. Wenn es dann zu wenig Gäste gibt, dann decken dann die Einnahmen nicht mehr dann die entstehenden Kosten. Und Open-Air-Veranstaltungen in den warmen Monaten des Jahres sind vielleicht etwas günstiger zu organisieren, müssen aber auch sehr aufwendige Antrags- und Genehmigungswege auch dann durchlaufen, die dann die meisten schon im Vorfeld davon abschrecken. Das bedeutet, Veranstaltungen im niederschwelligen Bereich finden entweder nicht statt oder, wie auch bekannt, immer mal aus der Zeitung zu lesen, gehen dann in die Illegalität. Diese Situation haben auch andere Städte erkannt und diese haben dann auch entsprechende Freiflächenkonzepte entwickelt dann und damit Angebote geschaffen, bei denen Flächen ermittelt wurden, die geprüft und mit entsprechenden Steckbriefen beschrieben wurden. In diesen Steckbriefen ist dann genau fest aufgelistet, dann, wie oft Veranstaltungen pro Jahr darauf stattfinden können. Das können zum Beispiel zwischen einer, vielleicht bis sechs Mal pro Jahr sein, also es ist auch nicht so, dass dann jedes Wochenende dort Veranstaltungen stattfinden und auch je nach Lage und Umfeld. Weiterhin sind dann auch dann die Zeiten und auch dann die Anzahl der Menschen, die bei diesen Veranstaltungen sozusagen sich dann aufhalten können, auf diesen Flächen dann auch mit festgelegt. Und das heißt also, wir haben bereits an dieser Stelle dann geprüfte Flächen mit den konkreten Bedingungen, die auf diese Bedürfnisse sowohl dann der Veranstalter als auch natürlich dann der umliegenden Bewohnenden Rücksicht nehmen und sparen damit dann diese schon bekannten auch sehr aufwendigen Beantragungs- und auch Genehmigungsverfahren. Insgesamt sinkt dann der Aufwand bei der Verwaltung und auch bei den Veranstaltenden und es können wieder Open-Air-Veranstaltungen stattfinden, die auch unsere Stadt an der Stelle attraktiver und auch das kulturelle Leben vielfältiger machen. So etwas nennt man dann im Allgemeinen eine Win-Win-Situation dann, die wir auch immer ganz gerne hier anstreben. Neben den bisher bekannten Akteurinnen aus dem Musikbereich werden solche Flächen allerdings auch dann ja zum Beispiel für Familienfeiern nutzbar. Nicht jeder, der hat einen großen Garten oder kann seine Gäste dann auch in Lokale einladen. Dann kann auch zukünftig die eine oder andere Familienfeier oder auch die Schuleinführung dort auf diesen Flächen stattfinden und das auch in einem entsprechenden Rahmen organisiert werden. Oder es finden Lesungen statt, vielleicht auch unter freiem Himmel dann. Die Kreativität hätte wieder Platz in unserer Stadt. Es wäre auch für unsere Stadt angemessen an dieser Stelle, nicht nur für unsere Gäste, sondern eben halt auch insbesondere für die jüngeren Menschen, Angebote für nicht kommerzielle Open-Air-Veranstaltungen zu schaffen und entsprechend diese Flächen dann auch bereitzustellen. Im Ausschuss dann, sowohl im Kulturausschuss dann, als auch nochmal im Wirtschaftsförderungsausschuss, ist nochmal ein sehr guter interfraktioneller Antrag zustande gekommen. Also die SPD hatte ja noch mal ein paar Punkte mit eingebracht. Die Linke hatte sich dann mit dem Bremer Modell noch mal praktisch mit dem eigenen Antrag sozusagen noch mal in den Gremienlauf gebracht. Das haben wir insgesamt alles soweit zusammengeführt, dann auch in der Beschlussfassung, dann, die Sie auch empfinden, dann im Mandatus dann. Und wir bitten an dieser Stelle auch dann diesen interfraktionellen Antrag, so wie er dann auch gefunden worden ist in der Mehrheit, dem auch dann zuzustimmen.
Unser Gastredner dann, Herr Kamradek, kommt nochmal aus der Freetext-Szene und er wird uns jetzt hier nochmal einen Einblick geben, dann, wie sozusagen auch so die Praxis dann und auch dann das allgemeine Leben auch mittlerweile für Veranstaltende hier in der Stadt sich darstellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung für unseren interfraktionellen Antrag. Okay, und dann machen wir das jetzt. Herr Kamradek kann gerne nach vorn kommen. Herzlich willkommen im Stadtrat. Sie hatten jetzt schon die Zeit, das zu beobachten hier, auch für Sie fünf Minuten Redezeit. Bitte schön. Dankeschön. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, um mich nochmal vorzustellen, da ich heute als Gastredner hier bin, mein Name ist Bruno Kamradek, ich bin Mitglied vom Tolerave e.V. und Teil eines Veranstaltungskollektives aus der elektronischen Musikszene Dresdens. Wie Sie dem Tagesordnungspunkt sicherlich entnommen haben, geht es mir um spontane, nicht kommerzielle Open-Air-Veranstaltungen. Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen heute eine Perspektive aus der Dresdner Subkultur erläutern zu können. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen hier schon von dieser Art von Veranstaltungen gehört haben. Leider schaffen wir es in den meisten Fällen nur negative Aspekte solcher Veranstaltungen in die lokale Presse. Ich bin heute hier, um Ihnen aufzuzeigen, warum es eine gute Idee ist, diese Veranstaltungen zu ermöglichen und Ihnen einen rechtlichen Rahmen zu geben. Unter Freiluftpartys oder Freepartys, wie wir sie in der Regel nennen, verstehen wir selbstorganisierte Veranstaltungen im kleineren Rahmen, bei dem der Fokus nicht auf dem Erzielen von Gewinnen, sondern auf dem Entfalten der eigenen Kreativität und dem selbstorganisierten sowie dem friedlichen Miteinander liegt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Events eine einzigartige Möglichkeit zur freien Selbstentfaltung sind und als sozialer Treffpunkt fungieren. Sie ermöglichen darüber hinaus auch Menschen mit wenig Geld, Kulturveranstaltungen zu besuchen. So ergänzen sie die Dresdner Kulturlandschaft um ein niedrigschwelliges Angebot, welches vor allem jungen Menschen anspricht. Dabei wollen wir diese Veranstaltungen nicht als Konkurrenz für die hiesigen Club- und Musikspielstätten verstanden wissen. Vielmehr stellen sie ein Ergänzungsangebot dar, was neuen kreativen Köpfen und Gruppen ein unkompliziertes und hier in Dresden schon jetzt nicht wegzudenkendes Umfeld bietet, um einen sprichwörtlichen Fuß in die Tür der elektronischen Musikkultur zu bekommen. Nicht ohne Grund sind die meisten DJs und auch die größten Clubs der Dresdner Techno-Szene die hier bereits ansässigen Free-Party-Subkultur entsprungen. Ich bin sicher, dass ich Ihnen nichts über Standortfaktoren erzählen muss und wie schwierig es ist, Angebote zu schaffen, die die Menschen davon überzeugen, dass sie nach Dresden kommen und auch hier bleiben. Was ich Ihnen versichern kann, wir tragen gerne unseren Teil dazu bei, dass es hier Orte und Räume gibt, die sich so in keiner anderen Stadt der Republik finden. Was wir dafür brauchen, ist die Möglichkeit, unseren Beitrag mit niedrigen bürokratischen Hürden und Rechtssicherheit leisten zu können. Andere deutsche Städte wie Leipzig, Berlin sowie Bremen haben diese Möglichkeit bereits geschaffen und erfolgreich getestet. Übrigens auch mit äußerst positivem Feedback aus den zuständigen Ordnungsbehörden und Rettungsdiensten. Dahingehend ist es meiner Auffassung nach umso wichtiger, dass sich Dresden als Landeshauptstadt von Sachsen entsprechend präsentiert. Lassen Sie mich Ihnen zum Abschluss versichern, dass auch wir die Augen vor den Konflikten und Problemen nicht verschließen, die das Veranstalten von Free Parties mit sich bringen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir das in einem gemeinsamen Prozess für alle Parteien zufriedenstellend angehen können. Auch das zeigen die Erfahrungen aus anderen deutschen Städten. Daher kann ich Sie nur nachdrücklich darum bitten, würdigen Sie das Engagement hunderter ehrenamtlicher Kulturakteurinnen und Akteure. Erkennen Sie das Potenzial, das die Dresdner Stadtgesellschaft daraus ziehen kann und stimmen Sie den Antrag zu und sorgen Sie dafür, dass viele Menschen die Möglichkeit erhalten, die Kulturlandschaft dieser Stadt mitzugestalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Antrag der Interfraktionelle ist ja jetzt schon eingebracht worden von Thorsten Schulze. Da würden wir jetzt in die Fraktionsrunde einsteigen und Magnus Hecht für die SPD-Fraktion beginnen. Ne, ich habe Magnus gesagt. Jetzt ist es auch egal, ob man sich meinen Namen noch merkt. Ja. Ich habe ihn gemerkt. Also, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend, liebe
Tänzerinnen und Tänzer und alle, die dazugehören wollen. Die Sache mit den Open-Air-Flächen. Ich hätte nicht gedacht, dass man das vorschlagen kann, wenn es nicht diese erfolgreichen Beispiele aus anderen Städten gibt, wo das bisher wirklich dazu geführt hat, dass die Situation besser wurde. Also wurde ja genannt Halle, Bremen, Leipzig und so weiter, wo die das tatsächlich ausprobiert haben. In Dresden liegt es genauso nahe, denke ich. Wir müssen wissen und auch wertschätzen, dass es diese Art von Veranstaltungen jetzt schon gibt. Sie finden sozusagen aber im Verborgenen statt. Und durch dieses Freiflächenkonzept würden wir der Szene elektronischer Musik und alles, was damit zusammenhängt und oder auch anderen Veranstaltungsformaten wie Familienfeiern oder Ähnliches, würden bei denen Plätze zur Verfügung stellen, auf denen das stattfinden kann. Ich vergleiche das ein bisschen mit der Graffiti-Szene, wo sich ja auch, sag ich mal, in alle Sphären hinein durchgesetzt hat, dass es notwendig ist, legale Flächen anzubieten. Und auch genauso sehe ich das hier. Das ist, deswegen sind wir aufgerufen, uns da auch engagiert dran zu beteiligen. Es wäre natürlich auch, sage ich mal, doch ein ausgleichender Punkt, um wirklich was für eine sehr starke Subkultur zu machen. Ich finde das eigentlich sogar zum jetzigen Zeitpunkt ganz besonders wichtig, dass man sagt, wir wissen, euch gibt's, ihr seid da, ihr macht auch sehr interessante, kreative Formate, das begeistert die Leute, die hierher gekommen sind zum Studieren oder die hier bleiben wollen, die finden das, was sie benötigen, um sich selbst zu verwirklichen hier vor Ort und haben da auch eine Perspektive. Und diese Botschaft, die sollten wir eigentlich senden und aufhören mit diesem Zusammenspiel aus sozusagen Repression und sich weiter zurückziehen in die Illegalität. Insofern finde ich das eine sehr unterstützenswerte Sache. Wir als SPD haben ja hier auch mitformuliert und versucht, da Wege zu finden, die gangbar sind. Und würde mich freuen, wenn das eine Mehrheit findet. Denn nichts ist wichtiger, als manchmal einfach mit anderen netten Menschen zusammen eine gute Nacht zu verbringen und ein bisschen zu tanzen. In dem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Freie Wähler, Freie Bürger, nicht gewünscht, dann FDP-Fraktion, nein, AfD-Fraktion, nein, Grüne Fraktion kann dann das Schlusswort halten, wenn sie möchte, CDU-Fraktion, nein, dann Fraktion Die Linke, Anja Apel, bitteschön. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Jugend. Ja, die Linke hat unabhängig davon auch einen eigenen Antrag eingebracht. Es stand in unserem Wahlauftrag, in unserem Wahlprogramm zur letzten Legislatur, die jetzt zu Ende geht, nämlich eine Kultur wie in Bremen für spontane, nicht kommerzielle Freiluftpartys. Ich habe mir diese Satzung in Bremen angeschaut und ich habe mit Vertreterinnen des Rates dort gesprochen und sie berichteten ziemlich ausführlich, wie viel Veranstaltung stattgefunden hat, was die Ordnungskräfte dazu gesagt haben und wie das funktionierte. Und ich war wirklich überrascht, dass das erfolgreich ist. Wir haben diesen Antrag gestellt und wir haben miterlebt, wie ein ähnlicher Antrag der Grünen in den Stadtbezirksbeiräten besprochen wurde. Äußerungen quer durch alle Parteien hinweg, wie
dann können die überall ihren Dreck machen, dann machen die überall Party, dann können wir ja überhaupt, also dann ist Sodom und Gomorra. Und ich finde, das ist ein sehr problematischer Dialog, der da geführt wird. Ich unterstelle Jugendlichen prinzipiell, dass sie das liederlich verlassen, dass sie Chaos machen, dass sie Übertretungen stattfinden. Nein, das stimmt nicht. Sie übernehmen viel Verantwortung. Wenn sie Verantwortung übernehmen für die Umwelt, die wir nicht übernommen haben, dann werden sie auch wieder beschimpft. Sie sollen lieber zur Schule gehen und ja nicht protestieren und so weiter. Was wollen wir eigentlich? Ich finde, es muss einen Dialog geben. Und wenn uns auffällt, da ist etwas, was nicht in Ordnung ist, wie das dort abläuft, dann muss man mit ihnen ins Gespräch kommen. Es finden ja jetzt auch illegale Partys statt. Ich finde es ziemlich ungerecht, dass nur die Neustadt die Partyleute sozusagen bewältigen muss und vielleicht noch der Altmarkt. Stellen Sie sich vor, ich stelle mir das manchmal vor, Sie müssten, wenn diese furchtbare Musik zu diesem Winterfest läuft, dort Tag für Tag aushalten. Das ist doch unerträglich eigentlich. Aber wir haben beschlossen, dort soll unerträgliche Musik sein mit Eisstockschießen. So. Musikgeschmack ist eben unterschiedlich. Und warum soll denn nicht dann irgendwo in dieser Stadt, und wir haben genug Freiflächen dafür, warum soll da nicht eine Party stattfinden? Mit einer Anmeldung bis 24 Stunden vorher. Mit Namen, die man da hat und die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Die bereit sind, das zu machen. Das sollte uns doch freuen. Junge Menschen machen Party und sind bereit, dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Das sollten wir unterstützen in der Zukunft. Und wir können es ja auch erstmal probieren, Erfahrung sammeln, mit den Menschen reden, wenn etwas schief geht. Das sollte doch unsere Ambition sein, damit wir wieder mehr in den Dialog kommen und nicht nur über die anderen rummeckern und schimpfen. Wir Linke wollen freie Partys für alle. Vielen Dank. Dann frage ich mal weiter. SPD hat mehr, Freie Wähler wollten nicht. Dann würden wir in die zweite Runde einsteigen und da ist Dr. Martin Schulte-Wissemann dran. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen da draußen, es geht jetzt um Freetax. Freetax legal in Dresden, etwas, was die Piraten schon seit Jahren im Programm haben, wofür wir streiten, wofür auch die Grünen und die Linken und die SPD streiten und wofür, ich muss es euch sagen, ihr habt es bestimmt nie gesehen, hier draußen, also die CDU, AfD, FDP, die jetzt irgendwie fast aus allem rausgeflogen ist, noch nicht mal den Mut hat, hier zu sprechen, noch nicht mal den Mut hat, zu sagen, warum sie das scheiße finden. Ich sage jetzt mal kurz, warum Freetext, legale Freetext gut sind. Der erste Punkt ist Angebote statt Verbote. Wenn wir verbieten, dann schicken wir die Leute raus, dann schicken wir zum Teil 14, 15-jährige Menschen raus, die müssen in den Wald, dort ist kein Krankenwagen, kein Nisch, dort ist kein Klo und dann haben sie dort ihre Partys. Sie können jetzt sagen, was sie wollen, diese Partys finden auf jeden Fall statt. Und wenn dann jemand umfällt, ja, dann dauert es ewig, bis der Krankenwagen da ist. Wäre doch viel sinnhafter, wenn man vorher wüsste, wo die Party ist, wenn man vorher wüsste, welche Nummer man anrufen kann oder muss und wenn die Leute, die da tanzen, nicht Angst haben, dass sie dann von der Polizei hops genommen werden. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Zweiter Grund, warum Freetax gut sind. Sie stehen nämlich einer Stadt zugute, sie geben nämlich ein Gefühl, ein Coolness-Faktor, ja, weil Tanzen führt zu Clubs, Clubs führt zu Kultur, Kultur führt dazu, dass Leute sich wohlfühlen und wir wollen doch, dass Menschen hierher kommen. Wir wollen doch nicht, dass irgendwie 50, 60-jährige Leute hier noch ihren Rest des Lebens leben und dann irgendwie sich fragen, ja, wer macht eigentlich meine Burger, wer macht eigentlich mein das, wer bringt mein DHL-Paket, wer macht denn da ein TSMC, wer macht denn die ganzen Mikrochips. Wir wollen doch, dass Leute hier hinkommen und sich wohlfühlen. Wir wollen doch, dass Menschen in Dresden wohnen und sagen, yo, ich bleib hier.
Und ich, ach Mensch, ich nehme den Zug nach Leipzig, nach Berlin oder gleich nach Prag oder was weiß ich wohin. Wir müssen doch in Dresden eine Clubkultur haben und da sind legale Freetags ein erster Schritt, ein wichtiges Element, dass man da überhaupt dazukommt. Und mein dritter Punkt, warum ich sehr stark für Freetags brenne und warum ich hoffe, dass das Video sich ganz viele angucken, weil nämlich die Verbotsparteien von CDU, FDP und AfD gleich das ablehnen werden. Wir werden hier gleich den Kampf für mehr Freiheit, für mehr Lebensqualität werden Sie hier sozusagen jetzt kurz vor Ende dieser Periode, kurz vor Ende der vom Anfang der Sommerferien einfach ablehnen. Und wenn ihr gucken könntet, was hier ist, kein Mensch guckt mich hier an. Das ist Ihnen alles völlig egal. Und deswegen, ich werde für Freetags stimmen und ansonsten schöne Sommerferien. Party on! So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, deswegen ich frage mal jetzt, trauen wir uns noch zu, jetzt noch hier ordentlich zu Ende zu bringen oder ist das nicht möglich? So, noch mal 2 Minuten, werden Sie vielleicht aushalten. Dann, lieber Martin, dann ja, auch sehr engagierte Rede. Allerdings, die FDP wird sich tatsächlich nicht gegen den Antrag wenden dann. Also wir hatten da sozusagen auch schon eine Enthaltung jetzt signalisiert bekommen dann. Also von der Seite sind wir da auch mal ganz gut. Leipzig hat seit Mai 2022 11 solche Freiflächen. Und das, was teilweise hier vielleicht auch so als der große Konflikt dargestellt wird, da ist dann ganz viel Müll da. Da wird permanent die Zeit überzogen dann. Das findet alles nicht statt. In Leipzig, im Clara-Park, dann am Dixring, dann auch an anderen Orten, dann sind auch teilweise diese Flächen direkt auch an Landschaftsschutzgebieten schließen die an. Und von der Seite her ist es sogar so dann, also dass da an der Stelle es wirklich funktioniert. Und das sollte doch das, was in Leipzig möglich ist, auch wir in Dresden hinbekommen an dieser Stelle. Und vielleicht auch nochmal für die, die jetzt hier den ganz großen Bauchschmerzen haben. In dem Moment, wo diese Flächen angemeldet sind, haben Sie auch einen konkreten Ansprechpartner. Den haben Sie aktuell, wenn es auf dem Hellerbergen oder in der Heide, in der Sandgrube, wo auch immer, diese illegalen Partys stattfinden, haben Sie das nicht. Und die Polizei, also vielleicht auch für die Sie dann, die sozusagen dann immer auch gerne mal mit Law and Order kommen, hat ein Riesenproblem dann sozusagen dort am Ende, sage ich mal, auch regelmäßig irgendwie für Ordnung zu sorgen dann, wenn irgendwelche Anwohnerbeschwerden kommen. Was wir mit diesen Freiflächen nicht haben werden, ist, dass wir sozusagen dann permanent irgendwo dann solche Auflösungen haben dann oder irgendwelche Polizeieinsätze dann, die, sag ich mal, vielleicht auch dann zu irgendwelchen Ausschreitungen führen dann. Das vielleicht mal auch für Sie dann, das nochmal als, ja, das nochmal in sich gehen dann, wenn Sie das ablehnen wollen. Da können Sie mit dem Kopf schütteln, aber vielleicht ist es wirklich für Sie, Herr Köhler. Also auch in Kossebaude, glaube ich, dann gibt es junge Menschen dann, die gerne vielleicht auch auf einer ganz legalen Fläche abends dann irgendwo mal sich treffen wollen, ohne irgendwie abgeräumt zu werden. Von dem Seiten dann, stimmen Sie bitte diesen Antrag zu dann und geben Sie, sag ich mal, sich einen Ruck dann. Es wäre gut dann, wenn wir das auch wirklich, wie gesagt, für Dresden bekommen. Vielen Dank. Okay, das hat jetzt Herrn Dr. Schulte-Wissemann noch mal animiert. Bitte schön. Ja, gestern wollte ich ja auch was abbinden, da wurde mir deutlich gemacht, das Recht habe ich nicht. Bitte schön, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Ich wollte nur sagen, dass, wenn es tatsächlich so ist, dass eine von mir eben beschuldigte Partei vielleicht fälschlicherweise beschuldigt wurde von mir, dann entschuldige ich mich dafür und werde dies natürlich in Social Media und überall auch kenntlich machen. Dankeschön. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich würde zunächst den interfraktionellen Ersetzungsantrag zur Abstimmung bringen, der das Votum des federführenden Ausschusses ersetzt. Falls es hier eine Mehrheit gibt, ist das so im interfraktionellen Antrag bestätigt. Falls es keine Mehrheit gibt, würde ich den Ausschussbericht zur Abstimmung bringen. Falls der keine Mehrheit bekommen sollte, würde ich dann den Ursprungsantrag zur Abstimmung stellen. Also beginnen wir jetzt erstmal mit dem Ersetzungsantrag interfraktionell. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen.
Der hat mit 32 Ja, 23 Nein, einer Enthaltung eine Mehrheit bekommen, damit er so bestätigt. Und wir hatten ja vorhin in der Runde der Fraktionschefinnen und Fraktionschefs gesagt, wir gucken mal bis 20 Uhr, wie die Lage aussieht. Ich hätte noch ein Interesse, zwei Vorlagen, wenn das möglich wäre, abzustimmen, ohne dass vielleicht geredet werden sollte. Das wäre mein Anliegen, das einmal der Kita-Fachplan, das andere lebenslange Lernen. Wenn das möglich wäre, ohne Debatte, könnte man das natürlich, oder kann der Rat natürlich bestimmen, ob wir darüber befinden können. Ansonsten habe ich jetzt noch kein Signal bekommen, dass wir sonst abweichend von der Tagesordnung jetzt hier was anderes machen. Bitte? Ja. Jetzt könnte ich genauso kontern, wenn ich die Seite beobachte, wie ihr zugehört habt. Das ist auch ganz wichtig gewesen, Karne. Also, da würde ich mal ganz vorsichtig sein. Ja. Ja. So, also jetzt gibt es einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Nur damit wir hier nicht irgendwie was Falsches durch Unterlassung machen, wir können gerne die zwei Sachen vorziehen, aber aufhören möchte ich heute noch lange nicht. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir, wenn es eine Mehrheit geben würde, uns mal zunächst mit der Kita-Fachplanung beschäftigen. Gibt es da Widerspruch? Wenn das nicht der Fall ist, würden wir mal die Vorlage aufrufen, Kita-Fachplan, und wir würden in die Rednerliste jetzt so einsteigen, dass zunächst, wenn gewünscht, Freie Wähler-Fraktion dran wäre. Das wäre dann Klaus Lippmann, dann würden wir, ach nee, Entschuldigung, bin ich eins zu früh, wäre normalerweise Freie Wähler-Fraktion, wenn nicht gewünscht, würden wir dann weitermachen mit angemeldet Herrn Pinkert, bei Bedarf Herrn Schulze und dann Thilo Kiesling. Ne? So, Freie Wähler-Fraktion nicht gewünscht, dann würden wir weitermachen mit Herrn Pinkert, bitteschön. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Bürger, es geht hier um die Fortschreibung Fachplan Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege, was eigentlich bedeutet, wie viele Kindertageseinrichtungen wir vorhalten, also wie viele Plätze und natürlich auch in welchem Zustand. Das ist aber nicht alles. Hier muss natürlich mit irgendwelchen Annahmen gearbeitet werden, wie viele Geburten zu erwarten sind, wie ist die Demografie, also werden mehr Kinder geboren oder eben leider weniger. Im Moment geht die Verwaltung ganz stark davon aus, dass bedeutend weniger Kinder geboren werden, was aber laut den derzeitigen Umständen, politischen Umständen hier im Staat und auch bei uns in der Stadt eigentlich nicht der Fall ist, wenn man sich jetzt mal so umsieht. Das kommt durch den Zuzug in unsere Gemeinde und natürlich auch durch eine teilweise kulturell einhergehende Geburtenrate der Zugezogenen. Demzufolge ist es davon auszugehen, dass eigentlich die Kindergartenplätze weiterhin benötigt werden, ja, und nicht, wie vorausgesagt, eben dieser große Knick kommen wird. Ja, Frau Mühle, es geht hier um die Plätze und nie um irgendwie, wer woher kommt. Und Sie haben ja vielleicht nie ganz begriffen, um was es dabei geht. So, wir haben auch, was man bemerken muss, was auch noch zu wenig unsererseits Beachtung findet, wir benötigen bedeutend mehr Platz für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf. Ja, diese sogenannte Inklusion und Integration. Und dort ist auch ein anderes Betreuungssetting erforderlich. Das heißt, wir brauchen dort nicht nur mehr Platz, auch mehr Betreuer. Wir stehen voll hinter der Forderung, die auch in dem Plan drin steht, dass unser Personalbestand beibehalten werden soll, auch wenn die Geburtenrate sinkt, also wenn weniger Kinder im Kindergarten sind. Und sind voll der Meinung, damit würde sich der Betreuungsschlüssel für unsere Kinder verbessern. Ja, was
hervorragend wäre für alle Kinder, egal von welcher Seite sie kommen, welchen sozialen Status die Eltern haben oder sonstiges. Ja? Weil ein guter Kindergarten, eine gute Kinderkrippe ist nun mal eine Grundvoraussetzung für eine hervorragend beginnende Schule. Ja? Hier kommen natürlich Mehrkosten zum Tragen, weil wir ja eigentlich einen vorgegebenen Betreuungsschlüssel seitens des Landes haben. Wir fordern hier eindeutig, wir stellen uns auch eindeutig hinter die Forderung, die auch seitens der Stadt kommt, dass diese Mehrkosten, die jetzt kommen, weil wir den Betreuungsschlüssel in dem Sinne zugunsten der Kinder verschieben wollen, dass die vom Land oder vom Bund zu tragen sind. Was nicht geht, ist, dass diese höhere Betreuungsschlüssel, also weniger Kinder pro Betreuer, zulasten höherer Beiträge für die Bürger geht. Das sind eben Punkte, da können wir zustimmen in dem Grundsatz, ja, vom Fortschreibung, Fachplan. Aber es gibt eben Punkte, die sehen wir im Moment eher kritisch, die sind zu wenig beleuchtet, eben insbesondere die Annahme des Geburtenknickes und auch die Annahme von Inklusions- und Integrationsplätzen, die sehen wir zu wenig berücksichtigt und deswegen werden wir leider hier nicht zustimmen können und enthalten uns hier. Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter. Thorsten Schulze das Wort gewünscht, sehe ich gerade. Nein, okay. CDU das Wort gewünscht, nein. Dann Thilo Kiesling, bitte. Verzichtet auch. Weitere Redner sehe ich nicht. Dann stelle ich die Vorlage oder anders den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 33 Ja, 0 Nein, 12 Enthaltungen so bestätigt. Vielen Dank. Und ich würde, wenn es keinen Widerspruch gibt,